Also ich habe sozusagen zwei Leben. Am Vormittag bin ich Kinderärztin im St. Anna Kinderspital und am Nachmittag forsche ich im Forschungsinstitut an Zellen des Immunsystems. Ich hatte viele Lieblingsfächer, muss ich sagen, vor allem Philosophie, Biologie und Mathematik. Eigentlich wollte ich Diplomatin werden, habe aber dann beschlossen, Medizin zu studieren. Und nach dem Medizinstudium habe ich aber dann noch eine Zwischenrunde eingelegt und habe ein zweites Studium gemacht, einen PhD in Molekularbiologie. Im Moment forsche ich am Immunsystem und im Speziellen forsche ich daran, wie Autoimmunität oder Krebserkrankungen entstehen können. Und das vor allem bei Kindern. Dass man mit sehr vielen Leuten aus unterschiedlichen Fachrichtungen Kontakt hat und jeden Tag was Neues lernen kann. Davon gibt es sehr viele. Zu den schönsten Erlebnissen gehört sicher, wenn ein Patient lange Jahre, nachdem er eine Krebserkrankung gehabt hat, gesund einem auf der Straße oder in einem Geschäft entgegenkommt und man ein nettes Gespräch führen kann. Kindern auch mit seltenen Erkrankungen eine sehr gute Therapieoption zur Verfügung zu stellen. Genau das, was ich vorher gesagt habe, und zwar für alle Kinder, auch für Kinder mit seltenen Erkrankungen, gute Therapieoptionen und eine gute Lebensqualität zu ermöglichen. Es gibt so viel zu entdecken und es gibt so viel, das noch nicht verstanden ist. Also gibt es immer genug zu tun für Forscher. Deswegen kann es nie genug Forscher geben. Enthusiasmus auf jeden Fall. Flexible Arbeitszeiten wären auch gut. Und Begeisterung für das, was man macht.